Laut der Studie The State of Mobile 2020 verbrachte ein Mensch im Jahr 2019 im Schnitt pro Tag 3,7 Stunden am Smartphone. Das verwundert wenig, wenn wir bedenken, dass unser Smartphone ja längst schon nicht mehr nur für die Kommunikation genutzt wird, geschweige denn nur für das Telefonieren. Wir lassen uns von ihm wecken. Wir stellen Timer und Erinnerungen, wir machen Fotos, wir schreiben uns Notizen auf, wir lesen Bücher und Nachrichten, wir sind bei Social Media aktiv, wir hören Musik, wir hören Podcasts, wir hören Hörbücher, wir schauen Filme und Serien, vielleicht bezahlen wir auch damit beim Einkaufen und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Daran ist erst einmal nichts Verwerfliches. Das Smartphone ist auch ein Werkzeug, ist auch ein Stück unserer Lebenswelt und unseres Weltlebens. Dazu gehören auch unendliche Möglichkeiten zur Ablenkung und zu Abschweifungen. Häufig nutzen wir es viel öfter und länger, als wir es eigentlich möchten. Das kommt auch daher, dass die Designerinnen und Designer von solchen Apps und von solchen Websites es häufig genau darauf anlegen, dass wir möglichst viel Zeit mit ihren Diensten verbringen. Viele Menschen erleben etwas, das sich FOMO nennt. Das steht für Fear of Missing Out. Das bedeutet, dass wir Angst haben, etwas zu verpassen, wenn wir nicht ständig am Gerät sind. Im Cambridge Dictionary wird der Begriff wie folgt beschrieben. Das unbehagliche Gefühl, dass man spannende Events verpassen könnte, an denen andere Leute teilnehmen, oft hervorgerufen durch Beiträge auf Social-Media-Kanälen. Zitat Ende. Dieses Gefühl beschränkt sich nicht nur auf Social Media. Es kann auch unsere Alltagskommunikation verändern und so dazu führen, dass wir beispielsweise auf Messenger-Nachrichten sofort reagieren wollen. Außerdem fördert die Nutzung, die so einfach geworden ist, die permanente Aufnahme von Informationen und das führt dazu, dass wir ständig Informationen verarbeiten müssen. Das alles kann zu so etwas wie innerer Unruhe und zu Stress führen. Kopf- und Nackenverspannung fördern und Unstimmigkeiten im Familien- oder im Freundeskreis hervorrufen, wenn die Nutzungsgewohnheiten zwischen den Menschen verschieden sind oder auch nur unterschiedlich wahrgenommen werden. Mit dem Smartphone können wir quasi an mehreren Orten gleichzeitig sein. In der physischen Welt und an Orten in der digital vermittelten Welt. Und das kann dazu führen, dass sich die eine oder die andere Welt dadurch vernachlässigt fühlt oder dass wir das Gefühl haben, dass wir einen Teil der Welt oder der Welten vernachlässigen. Ganz wichtig ist, dass es dabei immer um subjektive Empfindungen geht. Was für eine Person eine normale Nutzung ist, kann für die andere Person schon Stress bedeuten. Was für den einen funktioniert, muss für die andere Person noch lange nicht passen. Viele Menschen sind sich nicht darüber im Klaren, wie lange und wie oft sie am Bildschirm sind und wie häufig das Smartphone oder andere Geräte Teil von Gesprächen oder von Situationen sind. Viele Menschen empfinden gar kein Problem mit der eigenen digitalen Nutzung und das kann auch durchaus berechtigt sein. Es gibt kein richtig und falsch, so wie es auch keine Standardlösung gibt, die für alle passen würde. Reflektieren bedeutet so viel wie rückwärts biegen oder wenden. Wenn wir reflektieren, schauen wir also zurück und wir nehmen eine andere Perspektive ein. Bei der Selbstreflexion versuchen wir, das eigene Verhalten zu analysieren, um daraus anschließend Schlüsse für unser zukünftiges Verhalten abzuleiten. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Nutzungsverhalten ist der erste Schritt, wenn wir etwas in unserem Verhalten anpassen möchten. Der Auslöser dafür kann sein, dass wir selbst unzufrieden mit unserem eigenen Verhalten sind. Aber auch ein Impuls von außen, vielleicht auch ein Konflikt, kann dazu anregen. Wichtig ist dann überhaupt erst einmal zu wissen, wie die eigene Nutzung aussieht. Also wie oft nutzen wir was in welchen Situationen. In diesem Kapitel stellen wir einige Methoden vor, die wir alleine oder im Freundes- oder im Familienkreis nutzen können, um unser Verhalten zu analysieren. Nach der Analyse können wir dann in einem zweiten Schritt überlegen, wo wir etwas in unserem Verhalten ändern wollen. Dazu finden Sie in den weiteren Kapiteln unseres Lernangebots Anregungen und Tipps zum Ausprobieren. Übrigens, bei der Analyse kann auch durchaus herauskommen, dass Sie mit Ihrem Nutzungsverhalten völlig konform gehen.
dann braucht es anschließend natürlich keine Anpassung des Verhaltens.